Einen wunderschönen guten Morgen vom Diemelsee. Ich bin hier heute im Sauerland unterwegs. Ein Freund von mir hat mir heute Morgen geschrieben, ob ich schon was vorhätte. Er wollte hier gerne hin. Und da sage ich natürlich nicht nein und bin direkt mitgefahren, um mir das Ganze auch mal wieder anzuschauen, weil am Diemelsee war ich ja schon länger nicht. Und wie ihr sehen könnt, da ist noch ein Teil Eis am Rand hier entlang und der Rest ist schon aufgetaut und ein herrliches Wetter. Wir haben schon so 16 Grad. Heute ist der 21.2. Und wir drehen jetzt mal eine Runde und werde dabei so das ein oder andere filmen. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und genießt das Ganze. Und schöne öffentliche Toiletten gibt es hier auch. Die kannte ich vorher noch nicht. Von hier hat man noch einen herrlichen Blick Richtung Brücke zu dem hässlichen Neubaugebiet dort oben und über die Eisfläche, die wirklich noch einmal ganz über den See geht. Aber das Wasser ist schon glasklar hier vorne. Unglaublich, wie schön so ein zugefrorener See sein kann bei Sonnenschein. Aber macht euch selber ein Bild von. Dort hier schön zu sehen, das Werk des Bibers. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man schön diesen Wasserzufluss, was jetzt hier aus den Wäldern kommt. Und hier auf dieser Seite spiegelt sich wunderbar der Himmel in der Eisfläche, was so einen schönen grau-blauen Touch gibt. Ich hoffe, man erkennt das hier auf der Kamera. In der Mitte sieht es aus, als wenn die Angler da wohl irgendwie mal so Eisangeln gemacht hätten, mit so einem kleinen Loch drin. Hier nochmal ein schöner Blick Richtung Staumauer und zu dem Café dort drüben, wo wir hoffen, dass es da gleich auch Kaffee gibt. Ja, hier an der Bedarfsanlegestelle Itterarm geht es schön runter über Stufen bis ans Wasser, noch schön durch den Schnee hier. Auch zu einer herrlichen Eisfläche. Oh, das ist echt noch gut gefroren hier. Und draufgehen sollte man wahrscheinlich nicht. Teste mal. Nein, definitiv nicht. Aber ein herrlicher Anblick. Und hier wieder einen schönen kleinen Wasserlauf in beide Richtungen. Und so sieht es einmal gegen die Sonne aus mit ordentlich Wind. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Wir waren gerade genüsslich Kaffee trinken an so einem windgeschützten Eckchen. Natürlich Kaffee to go wegen Corona, aber war herrlich. Und hier hat man nochmal einen schönen Blick runter auf der anderen Seite der Staumauer. Sollte man vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Dort vorne sieht man schön diese ganzen kleinen Eiskristalle. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, aber die sind am Knistern. Wunderschön. Direkt hier gegenüber von der Staumauer ist ja auch in dieser kleinen Bucht die Taucherbucht. Und dann hat man auch noch mal einen schönen Blick da hinten auf die Cafés und sowas. Und das ist die Taucherbucht mit passendem Zugang. Hier jetzt mal wieder ein kleiner Blick Richtung See und Umgebung. Das soll auch mal das Ende werden, da jetzt noch ein kleines Stück hier durch den Ort geht. Aber da gibt es nicht mehr ganz viel, was ich euch zeigen möchte. Außer ein Campingplatz und so ein Seebecken. Aber ja, ich denke, das war's. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Markus.